Herzlich willkommen zur Live-Sendung und ja, herzlich willkommen jetzt auch gleich die Aufzeichnungszuschauer. Herzlich willkommen auch liebe Live-Zuschauer sind schon zugeschaltet. Herzlich willkommen jetzt auch die Aufzeichnungszuschauer. Ja, der Grundfehler der sozialen Marktwirtschaft ist das Thema unserer heutigen Sonntagspredigt, Vorlesung Mini-Uni. Der Grundfehler der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus, wir benutzen ja diese Worte synonym, wir sehen da, wie Professor Hans-Werner Sinn, keinen nennenswerten Unterschied, es ist alles das Gleiche, es geht alles auf die Erfindung des Tauschhandels zurück. Und der Tauschhandel, der auch den Tauschhandel von Arbeitsleistungen, zum Beispiel in Behörden mit einschließt, der ist immer, wenn er unkontrolliert ist, lebensgefährlich. Und der Grundfehler besteht also darin, dass man also völlig unterschätzt hatte, wie gefährlich sozusagen es ist, dass die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft oder kurz Marktwirtschaft, eigentlich in allem, was sie tut, nur erhofft, dass, ach so, ein Hallo an zumindest mal die Aufzeichnungszuschauer, winke, winke. Die Marktwirtschaft ist ein System der Hoffnung. Ja, die Hoffnung darauf, dass obwohl die Marktkräfte in die eine Richtung wirken, dass trotzdem das Gegenteil getan werden könnte oder durch Kontrollen erzwungen werden könnte. Also die Marktkräfte zwingen zum Beispiel den Supermarktleiter oder den Supermarktinhaber einer Kette zum Beispiel dazu, immer billiger hergestellte mit immer billigeren Zutaten ausgestattete Produkte in den Laden reinzunehmen, um konkurrenzfähig zu sein. Das gilt auch für Biomärkte. Aber je billiger die Zutaten sind, desto giftiger sind sie leider für den menschlichen Stoffwechsel. Ja? Also sozusagen, eine Süßigkeit wächst nicht auf einem Baum. Auf einem Baum wächst eine süße, reife Frucht, an die wir, wenn es sich um eine Ursorte handelt, ziemlich gut stoffmäßig angepasst sind. Und wir können diese Art von Zuführung von Zucker verkraften und überleben, ohne größere gesundheitliche Schäden. Aber sobald es irgendwelche chemischen Süßstoffe oder Billigszucker sind, führt das zur Schädigung und Vergiftung des Gesamtorganismus und wir werden krank. Ja? Und zwar schleichend. Das wirkt also so wie eine ja, über Jahrzehnte zugefügte minimale Arsenvergiftung, nur eben. Es ist zum Beispiel eine Zuckervergiftung oder andere Stoffe, Konservierungsstoffe, Chemikalien, was auch immer. Und da hat man in der sozialen Marktwirtschaft nicht erkannt, dass Menschen eine Möglichkeit haben oder Leben eine Möglichkeit hat, aber bei uns Menschen können wir das ausformulieren, nämlich errare humanum est, irren ist menschlich.
dass also sozusagen der Supermarktleiter oder Besitzer letztendlich ja, ich suche gerade noch das Bild dazu passend. Hier. Ja, schauen wir uns diese Bilder kurz an. Ja, der Supermarktleiter kann sich eben irren. Das heißt, der Frühhändler vor 400.000 Jahren, es gibt den einen sich nicht irrenden Frühhändler, den wahrheitsorientierten Frühhändler. Und der sagt, naja, ich muss vorsichtig sein, ich verkaufe mal lieber meinen Kunden nur naturbelassene Ware, finde also einen Weg, möglichst schnell super reife, frisch geerntete Früchte und Gemüse und Bodenfrüchte und so weiter, Pflanzen und so weiter, alles. Ich sammle das alles ein und bringe es blitzschnell zu meinen Kunden und dann ist es wohl auch gesund. Und das ist irgendwie ziemlich die Wahrheit, ja, das geht noch, ne? Das ist schon fast so gut wie selber pflücken und es reinbeißen, ne? Das, was wir Millionen von Jahren, worauf unser Stoffwechsel in Millionen von Jahren angepasst war. Zugreifen, pflücken, es selber pflücken, reinbeißen. Ne? Das ist der Naturvorgang. Und den simuliert dieser wahrheitsorientierte, irrtumsfreie Frühhändler so gut er kann. Dafür wird er belohnt. Das wäre noch nicht so wahnsinnig gefährlich. Aber Menschen können sich eben auch irren. Ja, der Bruder oder die Schwester des Frühhändlers irrt sich und sagt, nein, also so eine Suppe oder ja, künstlich hergestellte Sache. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wir gehen jetzt natürlich beim Frühhändler einfach in die Zeit rein, wo es die ersten billiger hergestellten Dinge gibt. Ja, so denken wir zum Beispiel daran, spätestens so in der Ackerbau-Viehzuchtwende, die so von 40.000 Jahren allmählich, vor 40.000 Jahren allmählich begann und immer größer wurde und dann vor 10.000 Jahren sozusagen explodiert ist und auffällig wurde. Spätestens da wurden einfach Massendinge wie Getreide, die wir früher nie in Massen zu uns genommen haben, angebaut, weil es für die Händler halt einfach praktisch war, so viel Masse auf einmal pflanzen zu können und ernten zu können und so weiter. Und ja, nur dass wir mit Getreide gar nicht gut stoffwechselmäßig zurechtkommen, ne? Also und so. Ja, und so haben sich Stück für Stück irgendwann im Bereich der Frühhändler neue Produkte gebildet. Die Kunstprodukte könnten wir sie mal nennen. Ne? Und wenn jetzt dieser Frühhändler den Irrtum hat, oh, diese Kunstprodukte sind harmlos, die sind genauso gesund und völlig gesundheitlich unbedenklich, dann ist die ganze Marktwirtschaft ausgehebelt. Denn der neigt jetzt dazu, sagt, glaubt ja jetzt, seine Produkte sind gesundheitlich unbedenklich. Und er spricht mit Politikern später dann, wenn es diese dann gibt, und mit seiner Finanzmacht nimmt er auch. Bilden sich Freundschaften zu den Politikern und die Politiker fangen auch irgendwann an, zu glauben, dass das alles gesundheitlich unbedenklich sei. Und genau so ist ja die Situation heute noch in der Marktwirtschaft. Ja?
in der sozialen Marktwirtschaft. Und was passiert? Er kann also billige, beschaffbare, herstellbare Dinge verkaufen in der Überzeugung, es handelt sich um gesundheitlich unbedenkliche Dinge. Er kann also mit gutem Gewissen jeden Morgen in den Spiegel schauen, hat einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem wahrheitsorientierten Händler, der vom Aussterben, der dann aussterben wird, weil der eben viel mehr Möglichkeiten hat, den auszukonkurrieren und im Wettbewerb sozusagen an den Rand zu drängen. Und der kann dann hier ist es nur ein Kind, aber da in der nächsten Generation schon 3 Enkelkinder, 4 Enkelkinder und so weiter. Und er kann eine ganze Frühhändlerdynastie begründen, die dann übergeht in die heutigen Händlerdynastien sozusagen. Ja? Und er findet, weil er so erfolgreich ist, auch viele Nachahmer, Azubis, Studenten und so weiter. Und irgendwann werden seine vorteilbringenden Irrtümer an den Akademien und Universitäten gelehrt. Und irgendwann sind auch die Universitäten voll von seinen vorteilbringenden Irrtümern. Ne? Und das ist genau das, was unterschätzt wurde oder gar nicht gesehen wurde, dass es also in der Marktwirtschaft möglich ist, dass alle es gut meinen, aber die Menschheit vergiftet wird. Und der zweite Aspekt ist die Glückszerstörung. Wenn also der jetzt einen Irrtum entwickelt und zum Beispiel eine Geschichte erzählt, dass angeblich zum Beispiel eine Gruppe die andere nachts totgeschlagen hätte, dann reißen ihm am nächsten Morgen die Kunden seine mitgebrachten Steinäxte aus der Hand und kaufen die ihm ab sozusagen, tauschen die ein. Und er macht dann, wird der Vorfahre aller Waffenhändlerdynastien sozusagen. Das ist aber noch nicht die Glückszerstörung. Natürlich führt das dann auch irgendwann zum ersten Präventivkrieg, nämlich so, bevor die anderen uns nachts totschlagen, schlagen wir sie lieber tot. Und so sozusagen führt diese Manipulation, dieser Irrtum, an den er für Wahrheit hält, vielleicht ist es nur ein Übersetzungsfehler gewesen und er glaubt diese Geschichte von dem angeblichen Überfall, obwohl wir vor 400.000 Jahren pazifistische Savannenbonobos waren und sozusagen Krieg schon gar nicht mehr zu unserer Natur gehörte, Gewalt schon gar nicht mehr zu unserer Natur gehörte. Aber jetzt kommt die Glückszerstörung noch dazu. Das heißt, er hat irgendeine Geschichte gehört, dass irgendwie dieser ganze viele Körperkontakt der Savannenbonobos und diese ganze Sexualität und Liebe und Zärtlichkeit und so weiter zwischen Frauen, unter den Frauen und zwischen Frauen und Männern und ganz bis ab und zu auch zwischen Männern und so weiter, dass das alles doch schlecht sei, eklig, widerwärtig, krankheitsförderlich und ja, also unkeusch und alles Mögliche. Und er erzählt diese entsprechenden Geschichten und so weiter. Und die Leute kriegen Angst vor Sexualität, Liebe, Körperkontakt, langem Stillen und so weiter. Was dann übrigens die Folge hat, dass auch dadurch letztendlich die Überbevölkerung vermehrt wird, weil dieses Signal, ein Kind ist da, bitte produziere, lieber Körper, kein neues Kind, das kann nur funktionieren, wenn das Kind ständigen nackten
direkten Körperkontakt mit der Mutter hat und ständig auch an der Brust rumspielt und die Brustwarzen stimuliert und so weiter, dann können solche Signale ausgeschüttet werden. Und wenn viele, viele Jahre lang gestillt wird, dann bleibt der weibliche Körper wohl auf Empfängnisverhütung geschaltet und dann passiert da nichts, auch wenn die Mutter noch so viel Sex hat, auch mit Männern. Ne? Und das wird ausgehebelt durch die Unterbindung des Körperkontakts und wir geraten in die Überbevölkerungsschleife rein. Auf der anderen Seite zerfällt jetzt der Bonobo, der Savannen-Bonobo-Schenker, die Savannen-Bonobo-Schenker kommunistische Gruppenehe, in der wir gelebt hatten, auf die wir genetisch programmiert sind und die uns die höchsten Glücksmöglichkeiten heute noch ermöglichen würde, wenn wir nicht so verklemmt erzogen wären durch all diese vorteilbringenden Irrtümer der Frühhändler, der Frühärzte und aller anderen Sparten, die uns als einsame, kaufsüchtige, konsumsüchtige Singles ihrer Produkte und Dienstleistungen brauchen, aber bitte nicht als glückliche, zufriedene Savannen-Bonobo-kommunistischen Gruppen-Ehemitglieder, die nichts brauchen und nichts kaufen. So nach dem Motto, wir kaufen nichts, wir sind glücklich mit uns. Ne? Und das ist das, was wiederum übersehen wurde, dass genau diese Geschichte und Evolution von Irrtümern, ja, wir haben ein gewisses Bewusstsein in der Gewissenschaft gehabt, dass beim Gengut sich Irrläufer bilden können. Wir nennen sie Mutationen, alle möglichen Varianten von Mutationen und Veränderungen des genetischen Materials gibt es. Und wir waren uns irgendwo schon auch bewusst, dass es sich um Irrläufer handelt, von denen aber einige wenige nützlich sind, also Kopierfehler, Kopierirrtümer, von denen aber einige wenige nützlich sind. Und genauso ist es bei uns Menschen auch. Im Denken können wir auch Kopierfehler machen und Kopierirrtümer machen. Es können neue Gedanken entstehen, von denen einige wenige wahrscheinlich wieder Wahrheiten sind und andere aber auch Irrtümer sind. Und diese Fähigkeit der beiden Informationsspeicher, genetische Irrtümer und Irrläufer zu ermöglichen, von denen einige wenige nützlich sind und neue, bessere Anpassungen in neue ökologische Nischen oder was auch immer darstellen. Genauso ist es auch mit unserem Gehirnspeicher, der ist fähig Vielfalt und neuen Variationen, von denen wieder wahrscheinlich etliche Irrtümer sind und einige wenige vielleicht auch Wahrheiten sind, die uns dann wieder voranbringen. Ja? Und das hatte man übersehen, dass das in der Evolution natürlich im Rahmen ab dem Überschreiten des Rubikons, der Erfindung des Tauschhandels, jetzt plötzlich die ganze Evolution umdrehen kann, dass nämlich, was vorher war, dass die Männer alles den Frauen und Kindern schenken und immer quasi nur selber profitieren konnten, wenn das, was sie schenken, absolut gesundheitsförderlich war, denn es waren ja letztendlich ihre eigenen genetischen Kinder, die sie beschenken teilweise. Und es waren die Frauen, die Mütter ihrer eigenen genetischen Kinder. Und die so gesund wie möglich zu ernähren, war ja dann ein Grundanliegen zum Beispiel aller Männer und natürlich auch das Grundanliegen aller Frauen war es, ihre eigenen leiblichen Kinder natürlich mit bestmöglicher, gesündester Nahrung zu versorgen. Also war alles sehr wahrheitsorientiert im Savannen-Bonobo-Kommunismus. Ja? Und das ist übrigens echter Kommunismus im Gegensatz zu diesen schrecklichen Pseudokommunismen und Pseudosozialismen, DDR und Co. und so weiter. Vergessen Sie diese, die sind schrecklich, ja.
Und das können wir ja auch hier nochmal zeigen. Moment, wo ist es hier? Also nochmal ganz klar machen, dieser ganze Pseudokommunismus, Pseudosozialismus, die soziale Dreigliederung, das gehört alles in den Mülleimer, genauso wie eben die neoliberale, bösartige, marktradikale, patriarchale, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft. Die gehören alle in den Mülleimer der Geschichte, weg damit. Und nur noch hier liegt die Lösung, also im Leistungs- und Wettbewerbs- oder Konkurrenzkommunismus oder eben in der GWÖ-GWO-Kombi, also Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, das Durchstreichen, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombi. Ja, und ich bin dann, glaube ich, wieder in der, bin ich in der falschen Richtung unterwegs, ja. Und ja, und das ist quasi so, dass diese Irrtümer jetzt quasi ja bedeuten, dass das, was früher war, nämlich ernähre die Kinder mit der gesündestmöglichen Nahrung, sowohl als Mann als auch als Frau, dass das sich umdrehte in finde Billigprodukte und Wege zur Herstellung von Billigprodukten, damit du konkurrenzfähiger bist und die anderen auskonkurrieren kannst und sie zum Aussterben und zum Pleitegehen bewegen kann. Hier blendet sich das schön aus, optisch dafür. Und dadurch hat sich die Evolution entwickelt in Richtung schädige die Mitmenschen, ohne dass es dir bewusst ist, halte deine vorteilbringenden Irrtümer selbstverständlich für Wahrheiten und schädige, ohne dass es dir bewusst ist, was du da tust, schädige deine Artgenossen so gut du kannst, dann wirst du Marktführer. Und das ist das, dass nämlich die Marktwirtschaft erlaubt, also nicht nur Profite auf Kosten der anderen, der Menschen, der Mitmenschen und der Profite auf Kosten der Umweltvergiftung und so weiter, sondern sie erzwingt diese Schädigung. Und diese Schädigung, die trifft dann allerdings auf alle Teile der Gesellschaft zu. Ja, also das heißt, wir haben die Situation, hier können Sie in der Marktwirtschaft gibt es dann also verschiedene Sparten. Sie könnten hier alle Ihre von Ihnen jetzt angedachten Sparten eintragen. Ja, und das habe ich dann mal so kritzeleimäßig gemacht, ja, indem Sie hier sehen, wir halten ja die Sozialsparten für die gefährlichsten, also nicht die Nahrungssparten, die vergiften uns zwar die ganze Weltbevölkerung, ja, aber die Sozialsparten zerstören die Substanz unserer Gesellschaft. Die haben nämlich Gewinnmöglichkeiten, weil für die existieren Gewinnmöglichkeiten, genauso für die Weltsozialsparten. Je mehr Ärmeres, hungerndes, leidendes Leben es gibt, denn dann können sie diese Kundschaft, arbeitsloses Leben und so weiter, je mehr scheiterndes Leben es gibt, da müssen wir noch die Gesundheitssparten dazu nehmen, die haben sogar eben auch ein Interesse, dass ein körperlich scheiterndes Leben es möglichst viele gibt, denn dann können sie möglichst viele von ihren Gesundheitsprodukten verkaufen, sozusagen. Und dadurch kommt es eben zu einer Evolution der Schädigung, dadurch, dass zum Beispiel wir es alle ganz überzeugt sind vom Wahrheitsgehalt all derjenigen vorteilbringenden Irrtümer, die einen Staat dahin bewegen, dass wir regelrecht scheiterndes Leben produzieren, also arbeitsunfähige Menschen motivieren, möglichst viele Kinder zu bekommen, die dann auch wieder mit großer Wahrscheinlichkeit auch wieder arbeitsunfähig werden, weil es ja leider nur ein großer vorteilbringender Irrtum, ich gehe mal gerade hier, ach, da ist es schon gewesen, ein großer, ach nee, falscher Knopf, ein großer vorteilbringender Irrtum ist, dass man denkt,
Bei der Körpergröße versteht der Mensch noch halbwegs, dass wenn zwei Eltern 1,35 Meter groß sind in der Normalverteilung, also eher auf dem kleineren Ende sind, geringere Zentimetermenge und hier größere Zentimetermenge, dass also wenn zwei Eltern 1,35 Meter Zentimeter groß sind, dass dann aller Wahrscheinlichkeit ihre Kinder auch so um die 1,35 Meter streuen in einem gewissen Umkreis, wegen der verschiedenen genetischen Variationen und Mutationen und der Kombination des genetischen Materials von leiblichem Vater und leiblicher Mutter und so weiter. Und hier, wenn hier zwei Eltern 2,35 Meter große Basketballriesen sind, dass dann deren Kind auch so um die 2,35 Meter deren Kinder streuen werden. Das kapieren die Leute noch. Aber dass es beim Gehirn natürlich genau so ist, ja, dass wir, die wir vor 4 Millionen, 2 Millionen Jahren, 2,5 Millionen Jahren, wohl noch so alle so ungefähr 500 Milliliter Hubraumgehirne hatten und zwischenzeitlich dann angeblich vor 40.000 Jahren 1,5 Liter, also 1,1 Liter mehr Hubraum entwickelt hatten, jetzt wieder durch die Marktwirtschaft dümmer geworden sind, auf 1,35 Liter zurückgeschrumpft sind, aber trotzdem immer noch ein erheblicher Größenunterschied zu damals, dass diese Unterschiede natürlich immer nur entstanden sind, weil die Gehirne natürlich sich genauso evoluieren wie die Körpergröße, nämlich bestimmte Mutationen führen dazu, dass es ein größeres Gehirn gibt und dann guckt quasi die Natur im Sinne der Selektion, kann dieser Organismus mit dem größeren Gehirn als Organ überhaupt etwas anfangen und kann er das in mehr Nahrung umsetzen? Und das können offensichtlich Menschenähnliche erst ab der Erfindung der Technik, nämlich ab der Erfindung der Steinmesserproduktion und der Steinhämmerproduktion. Ab dem Moment können sie quasi größere Gehirne auch in mehr Nahrungsbeschaffung umsetzen, weil sie diese Werkzeuge zur Verfügung haben. Und dann kann quasi die Mutante mit dem größeren Gehirn stirbt nicht wie früher aus und verschwindet wieder, wodurch es dann bei 500 Milliliter Hubraum blieb, sondern der mit den 600 Milliliter Hubraum, der konnte sogar dann mehr Kinder hinterlassen als die anderen. Und dadurch wurde der ganze Bereich, in dem in Afrika Menschenähnliche lebten, dann mit 600 Milliliter Gehirnvolumen besiedelt. Ja. Und so ist es also einfach dann eine reine naturwissenschaftlich millionenfach bewiesene Tatsache, dass die Gehirngröße entscheidend über die Leistungsfähigkeiten im Bereich des Denkens sozusagen entscheidet und dass das genauso wenig wie bei der Körpergröße einfach so eben mal durch ein bisschen Umwelteinfluss wie Bildung zum Beispiel geändert werden kann. Man kann mit Bildung natürlich Leistungsfähigkeiten leicht erhöhen, aber Vorsicht, nicht so gewaltig, wie man sich das vielleicht erhoffen würde. Ja, ja, und so kam es dann dazu, dass die Sozialsparten, Weltsozialsparten und Gesundheitssparten, ja, sozusagen natürlich zusammen mit der Nahrungssparte im Prinzip, letztendlich alles eine riesige Industrie der Produktion von scheiternden, kränklichen, arbeitslosen, arbeitsunfähigen, intelligenzgeminderten Leben sind, was ja dann eben dazu führt, da wir entsprechend Politik machen, weil wir alle diese vorteilbringenden Irrtümer glauben, auch die politische Ebene das glaubt, die Wählerinnen das glauben und wir deswegen Parteien wählen, die also quasi unser Land die zu einem Schrumpfen der Gehirngröße führen. Und wenn wir
uns schneller dümmer machen durch diese falsche Bevölkerungspolitik, also quasi eine Evolution Richtung Dummheit und Unfähigkeit und Krankheit und Beschädigtheit und so weiter. Und dazu die Nahrung noch, dann die Nahrungssparten uns noch alle vergiften und so dann noch mal chronisch krank machen und arbeitsunfähig machen und krebskrank und damit arbeitsunfähig machen und so weiter. Diese ganze Industrie der Produktion von scheiterndem Leben, die produziert eben immer kleinere Gehirne. Und wenn unsere Gehirne schneller klein werden als die irgendeines anderen Großstaates, zum Beispiel der Erde, zum Beispiel als in China, dann werden wir irgendwann, kommen wir dann in die Position der Ukrainer, der Iraker, der Indianer, der Indios, dass wir dann technologisch diesen so weit unterlegen sind, dass wir uns nicht mehr defensiv wehren können, gegen Angriffe von außen überrollt werden, wie die Ukraine gerade, und dadurch dann irgendwann abgeschlachtet werden, solange wir noch die Marktwirtschaft haben, denn die Marktwirtschaft produziert einen Krieg nach dem anderen, denn auch die Waffenhändler wollen leben und erzählen ja nicht umsonst seit Jahrhunderttausenden ihre vorteilbringenden Irrtümer, die uns kriegerisch gestimmt und kriegerisch fühlen und denken lassen, denn wodurch dann eben es zu immer mehr Umsatz für die Waffenhändler der Welt kommt, sozusagen. Ja? Und genau das geschieht, also der eigentliche Hintergrund zwischen dem Ukraine-Konflikt, die ganzen oberflächlichen Gründe sind alle irrelevant. Entscheidend ist, dass seit hunderttausenden Jahren die Waffenhändler ihre Irrtümer glauben und in die ganze Welt rausgepumpt haben und die uns alle in Kategorien von Gewalt und Krieg haben denken lassen, also die uns allmählich vom pazifistischen, Savannen-Bonobo-kommunistischen Lebewesen zum Kriegsgedanken angefüllten Lebewesen verwandelt haben. Ne? Ja, und das ist diese Gesamtzerstörung von allem menschlichen Leben, dieser Ruin eines ganzen Staates und so weiter. Und das wurde alles unterschätzt. Diese ganze Entwicklung hier, dieses Ausdünsten der verschiedenen Sparten. Hier ist nochmal, hier müssen Sie sich das andere Bild reingezogen vorstellen. Hier sind die nochmal alle Sparten. Und die dünsten also Geld oder Sachgeschenke oder Güter zusammen mit ihren vorteilbringenden Irrtümern aus. Und die befallen alle Gehirne im Sinne der parasitären Meme, Killerviren des Geistes, irrationalen Kognitionen, vorteilbringenden Irrtümer, Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung, all das dünstet aus und vergiftet, macht uns wahnsinnig, geisteskrank, verrückt und so weiter, macht die Menschen zu niederen Tieren, denn zum Beispiel die Bonobos sind hohe Tiere, denn die haben wahrheitsgemäße Gehirne, sind nicht Opfer von Gehirnwäsche, Manipulation, Propaganda. Wir sind die wahnsinnigen, verrückten, manipulierten, durchgetreten, in die Irre geführten und so weiter. Wir sind das degenerierte Viehzeug, wir sind die niedrigere Art und die Bonobos sind die höhere Art, ja, weil sie das Glück bisher hatten, den Tauschhandel nicht zu erfinden und deswegen nicht in diese diese Abwärtsspirale, das Marktwirtschaft, in diesen Teufelskreis, Circulus Viciosus der Marktwirtschaft hineingekommen sind, in diesen Strudel, ja, in dem wir uns befinden und immer mehr nach unten in den Untergang gezogen werden. Ja, und die Lösung ist ja ganz simpel, die GWÖ-GWO-Kombi, der Grundgedanke von Christian Felber ist ja richtig, seine Bilanz, die finde ich, die kann man in die Tonne kloppen, aber sein Grundgedanke ist richtig, nämlich, dass wir
den Unternehmen, die uns Gutes tun, Steuervorteile geben müssen, damit auch uns wirklich Gutes getan wird. Das heißt, wir, so ist es, ist falsche Richtung, nee, doch richtige Richtung. Wir geben hier jetzt, wir behandeln die bisher vorteilbringenden Irrtümer, wandeln die um in nachteilbringende Irrtümer. Dadurch sterben sie aus, und zwar ruckzuck, weil ja alle dann plötzlich ein Interesse haben. Denn wenn ich denen hier jetzt also finanzielle Nachteile gebe und den allem wahrheitsorientierten finanzielle Vorteile, Steuervorteile, Auftragsvorteile, was auch immer gebe, wir nennen das Verdienstzuschüsse, geben, dann sterben die jetzt ja dann plötzlich nachteilbringenden Irrtümer, sterben aus, und die Wahrheiten, die vorher nachteilbringende Wahrheiten in der Marktwirtschaft waren, die werden in der GWÖ-GWO-Kombi, also in der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination und Diskussion, werden die quasi zu vorteilbringenden Wahrheiten und breiten sich dann rasend schnell, weil wir ja alle darüber reden, rasend schnell über die ganze Welt aus, und wir werden wieder so hoch entwickelt wie die Bonobos, nämlich wahrheitsorientiert und anstatt degenerierte Krüppel der Evolution zu sein, die wir gerade sind. Ja, also Schluss mit diesem Gedanken, am Menschen sei irgendetwas höher entwickeltes. Also das Einzige, was bei ihm ist, ist, dass es ein degeneriertes, geisteskrankes, wahnsinniges, unrealistisches Viech ist, weil es das Pech hatte, die Marktwirtschaft zu erfinden, die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus zu erfinden. Ne? Ja, und hiermit ist der Grundfehler der Marktwirtschaft und die Lösung quasi ja ausreichend skizziert. Und dann entsteht ein Paradies auf Erden, weil alle Sparten nur noch Wahrheiten verbreiten werden, weil der Polizist eben, ja, wo ist es? Ja, der Polizist, also hier die Sparten Polizei, Staatsanwalt, Richter, eben nicht mehr dann die größten Karrieren machen, wenn sie Straftäter ermutigen und dadurch dann die Bevölkerung mehr Polizeistellen bewilligt. Und dann kann man als junger Polizist dann baldmöglichst Vorgesetzter neuer junger Polizisten, neu eingestellter junger Polizisten werden und so weiter. Und diese ganzen Dynamiken drehen sich um und plötzlich fangen die ganzen Polizei, in den Polizeien breiten sich Wahrheiten aus, wie man nämlich Kriminalität effizient beendet und aus der Welt schafft. Und am Ende können wir in jeder Stadt mit 10 Polizisten alle Probleme lösen, ne? Wenn es richtig gemacht wird, ja, und können dabei wieder Milliarden einsparen überall, in allen Bereichen. Ja. Stellen Sie sich vor, nur noch die Hälfte der Kranken in Deutschland, das wären allein 200 Milliarden pro Jahr Einsparung. Ja. Wenn wir die wirtschaftlichen Schäden einbeziehen und die Gesundheitssystemkosten, dann haben Sie dann 200 Milliarden, locker mehr als 200 Milliarden pro Jahr eingespart. Ja? Und so erzeugt die GWÖ-GWO-Kombi dann ein Wirtschaftswunder und die GWÖ-GWO-Kombi wäre ja dann nach der GWÖ-GWO-Diskussion befreit von den vielen Irrwegen, die in der GWÖ noch versteckt sind. Und damit wäre es dann nicht mehr von Nachteil für die Volkswirtschaft, sondern von großem Wirtschaftswundervorteil. Die GWO alleine, rechnen wir ja, würde 500 Milliarden pro Jahr Wirtschaftswunder bringen, mit dem man natürlich alles Mögliche tun könnte. Ja, dann gucke ich jetzt mal, dass ich die Aufzeichnung beende. Also, auf Wiedersehen, liebe Aufzeichnungszuschauer. Ich winke Ihnen noch einmal, nur Sie können das sehen, glaube ich.
Tschüssi, Aufzeichnungszuschauer. Und jetzt verabschiede ich noch die Live-Zuschauer. Hier könnte es sein. Stream beenden. Tschüssi, tschüssi, liebe Live-Zuschauer. Tschüssi.